Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age 2. Ja, wir stehen wieder Angesicht zu Angesicht vor den dem Anführer der Qunari. Und im letzten Mal habe ich ja mich zwischen ihn und Isabel gestellt. Und ich werde es wieder machen. Ich kämpfe gegen euch. Schön. Wagen wir ein Tänzchen. Barabbas. Mal gucken, ob es diesmal besser ausläuft. So. Wir gehen jetzt erstmal ins Menü und gucken, ob wir vielleicht ein Gift haben oder irgendwas. Nein, natürlich nicht. Wir hätten mal Geld ausgeben sollen für Gifte. Oder irgendwelches hilfreiches Material. Ach, verdammt. Nur Heiltränke, Delirium und Verletzungsausrüstung. Nichts zu gebrauchen. Okay. Den haben wir hier. Das heißt, ich würde jetzt hier erstmal auf zerfleischen. Wenn dieser Modus aktiviert ist, hat jeder Angriff mit dem tödlichen Klingen der Schurken die Chance, blutende Wunde zu verursachen, die kurzzeitig zusätzlichen Schaden. Angriff wird 15 Gang erneut verursacht. Wir machen jetzt erstmal hier den Hund. Dann schalten wir den Zerfleisch an. Und gehen in Angriff. Und natürlich müssen wir die ganze Zeit darauf achten, dass wir ausreichend heilen. Und er geht zu Angriff über. Das heißt, wir gehen jetzt nach hinten. Ich habe natürlich keine Deckung. Das ist das Blöde. So. Dann springen wir rein. Nee, springen wir nicht rein. Aua. Schnell mal trinken. Wirkt eigentlich das Mal des Angriffstodes auch auf mich oder der Meuchelmörder markiert ein Ziel, wodurch Verbündete dessen Schwächen erkennen? Ich habe aber davon keinen Vorteil. Also hauen wir jetzt nur die 8 rein. Ja, zeigt mir. Und ganz schnell die 4. Und nach hinten. Oh, das tut weh. Aha! Lässt du mich runter? So, und jetzt ganz schnell die 7 aktivieren, die exakten Schläge. Und ich habe ihn besiegt. Ja! Ha! Stufenaufstieg. Eines Tages werden wir zurückkehren. Ihr vielleicht, nicht du. Uga, stärkster Mann von allen. Yeah. Ist es vorbei? Es ist vorbei. Die Stadt ist gerettet! Oh, die freut sich nicht besonders. Gut gemacht. Wie es scheint, hat Kirkwall einen neuen Champion. Yeah, ich Champion. Stärker als alle. Ich Hulk. Nee, warte mal. Falsches Franchise. Ihr wirkt irritiert, Sucherin. Der Champion hat den Arishok also in einem Duell getötet? Das klingt so romantisch. Aber ich hab's gemacht. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ihr verliebt euch gerade. Macht euch nicht lächerlich. Der Champion wirkt in eurer Geschichte einfach so heldenhaft. Falls ihr die Wahrheit sagt. Falls es so ist, könnte sich in der Galgenburg etwas vollkommen anderes ereignet haben, als wir angenommen hatten. Ich muss es wissen. Nehmen wir an, ich erzähle es euch. Was dann? Sind die Kirche etwa auf Rache? Ist es das, worum es hier geht? Nein, darum geht es nicht. Und was ist mit mir?
Werdet ihr mich auch dann gehen lassen, wenn meine Geschichte nicht das ist, was ihr hören wollt? Ich werde euch gehen lassen. Nun, dann sind wir uns einig. Nichts von alledem ist so, wie ich dachte. Erzählt mir, was wirklich geschehen ist. Also fangen wir von ganz vorne wieder an, oder? Nee, doch nicht. Gott sei Dank. Das war die Belohnung. Ein netter Titel. Jeder Adlige in der Festung schuldet dem Champion sein Leben. Er war nicht nur ein Held. Er war nun die wichtigste Person der Stadt. Neben Kommandantin Meredith natürlich. Nach dem Tod des Vicomte war es an ihr, die Ordnung zu wahren. Es wurde jedoch schnell schwierig. Je mehr sie die Magier unter Druck setzte, desto stärker widersetzten sie sich. Und dadurch stieg wieder der Druck. 3 Jahre ging das so. Dann brach alles zusammen. Die Kunari fielen vor 200 Jahren das Festland von... Ich weiß, dass ihr uns fürchtet. Kommandantin Meredith, benutzt diese Furcht, um die Kontrolle über eure Stadt zu erlangen. Sie widersetzt sich jedem Bestreben, Vicomte Dumas zu ersetzen. Und ihr habt das Chaos ihrer Herrschaft gesehen. Werdet ihr das weiterhin zulassen? Nein, nieder mit Meredith! Nieder mit Meredith! Bringt Meredith um! Kehrt oh mein Gott, es ist Meredith! Diese Posse ist vorbei. Wartet! Vielleicht sind einige hier anderer Meinung als ihr, Kommandantin. Versteckt euch nicht hinter dem Champion. Er hat hiermit nichts zu tun. Puh, aber ich liebe gute Debatten. Zwischen euch beiden scheint ja ein regelrechter Streit entbrannt zu sein. Das ist kein Streit, das ist Verrat. Die Ansichten des Champions wären bestimmt interessant. Oder fürchtet ihr, was er zu sagen hat? Ich fürchte gar nichts. Mir geht es hier nur darum, die Ordnung zu bewahren und die Unschuldigen zu schützen. Warum tut ihr das jetzt, Orsino? Was habt ihr hier eigentlich vor? Eine Rebellion anzuzetteln? Die Bürger dieser Stadt müssen erfahren, was in Wahrheit vor sich geht. Und was ist die Wahrheit? Und dann? Sollen sie die Galgenburg mit Heugabeln und Fackeln zum Einsturz bringen? Wäre das besser? Oh ja, Heugabel und Fackel. Kann es nicht werden. Eure Weigerung, Vernunft anzunehmen, lässt mir keine Wahl. Ich verweigere mich lediglich euren Ausreden. Wenn ihr das nicht begreift, seid ihr vielleicht für euren Posten ungeeignet. Eigentlich reicht das jetzt irgendwie. Ihr sollt euch doch lieb haben. Bedrohungen bringen niemanden weiter. Und was soll ich stattdessen tun? Zulassen, dass das so weitergeht? Gehen etwa die Templer zu weit? Eure Maßnahmen sind über die letzten 3 Jahre immer radikaler geworden. Und ihr könntet es besser? Ja, wie gut gebt mir die absolute eure Macht. Eigene Mutter beschützt? Wurde sie nicht durch die Hand eines Blutmagiers getötet? Autsch, Tiefschlag. Rammt mir doch ein Messer in den Rücken, wo ihr schon dabei seid. Kalte Leichen sprechen lauter als abstrakte Freiheiten, oder nicht? Und solange das so ist, braucht Kirkwall seine Templer dringender als einen neuen Herrscher. Und wann hat das ein Ende? Wann werdet ihr aufhören, in jeder Ecke das Böse zu sehen? Wenn es nicht mehr dort ist. Geht mal auf seine Vorwürfe ein, Meredith. Der Arme will doch nur ein bisschen Komfort haben. Der erste Verzauberer hat euch vorgeworfen, die Kontrolle über die Stadt an euch reißen zu wollen. Die Stadt. Ich versuche, Ordnung zu wahren, bis ein fähiger Herrscher kommt, der erfolgreich ist, wo Dumas versagt hat. Und andernfalls? Sollen die Templer auf ewig in Kirkwall herrschen? Wir werden nicht untätig bleiben, wenn die Stadt um uns herum in Flammen steht. Der Templerorden existiert zum Schutz von Kirche und Zirkel. Ihr solltet dem Adel die Herrschaft über die Stadt überlassen. Ich brauche weder euch noch sonst jemanden, der mir meine Pflichten erklärt, Magier. Soll ich herrschen? Die Stadt soll entscheiden. Wenn Kirkwall den Rücktritt von Meredith wünscht, wird die Stadt ihr das mitteilen. Seid ihr verrückt? Sie wird gefürchtet, und zwar von jedem. Ja, das ist natürlich ein interessanter Punkt. Ich sage es ja nur ungern, Meredith, aber ich fürchte, ihr habt Unrecht.
Seht der Wahrheit ins Auge, Kommandantin. Ihr seid am Ende. Darüber werde ich befinden. Ich ganz allein. Das sind die ersten Worte eines Diktators. Oh, hi, Mutter. Oh je, welch schrecklicher Tumult. Dieser Magier ruft zur Rebellion auf, Euer Gnaden. Ich kümmere mich bereits darum. Ah, Orsino. Zutiefst frustriert. Haltet ihr das wirklich für klug? Ich? Nein, Euer Gnaden. Natürlich nicht. Ihr jungen Männer bringt den ersten Verzauberer bitte zurück zum Zirkel. Sachte. Versteht sich. Euer Gnaden, man sollte ihn in Eisen schlagen, ein Exempel statuieren. Das reicht, Meredith. Ihr seht doch, das schadet uns allen. Geht jetzt zurück zur Galgenburg und beruhigt euch. Wie ein braves Mädchen. Meh. Mama hat gemeint, du warst böse, Meredith. Okay, der erste Verzauberer war auch böse. Aber gut, dass Danke, Mama da dass ist. Dass ihr eingegriffen habt, Champion. Hättet ihr nicht... Könnt ihr nicht vielleicht etwas tun? Ihr seid die oberste Klerikerin. Unterstehen euch nicht die Templer und der Zirkel? Oh je. Ihr habt eine gewagte Vorstellung meiner Einflussmöglichkeiten. Gute Leute von Kirkwall, geht nach Hause, ich bitte euch. Wir werden das heute nicht klären können. Und jetzt kümmere ich mich um die Galgenburg. Man wird dort Vernunft annehmen, wenn der Erbauer es wünscht. Nochmals danke, Champion. Oh, ein neuer Eintrag. Mantel des Champions. Alles ruhig hier, Hauptmann. Gut, weitermachen. Schauen wir uns mal gleich den Mantel des Champions an. Was das dann für ein Eintrag ist. Wenn ich da schon einen Mantel habe, Gegenstände. Schlüssel, Mantel des Champions, da. Champion, eine Ehrenbezeichnung, die es nur in den freien Marschen gibt, während andere Titel stets unter dem Makel ihrer Träger den unauslöschlichen Bürden von Amt und Anspruch leiden, ist Champion kein Posten, den man anstreben kann. Man kann ihn nicht besitzen oder vererben, und er wird nicht durch Strategie oder Arglist gewonnen. Man verdient ihn sich durch Blut, Schweiß und Führungsqualitäten in Zeiten großer Unruhe. Da seine Taten von äußerster Wichtigkeit sind, ist ein Champion stets würdig und wird nicht durch große Worte begrüßt, sondern durch ein ehrerbietiges Kopfnicken. So viel zu huldigt mir, verdammt. Zuletzt wurde der Titel im Jahre 882 des gesegneten Zeitalters in Tantervall anlässlich der Beendigung des blutigen Expansions Nevaras verliehen. Ermutigt durch die Eroberung Perendales und die rasche Kapitulation Hasmals erachtete der König Nevaras, oh Gott, was sind das für Namen, die restlichen freien Marsche als einfache Beute. Doch Cade Arval aus Rivain, jener, der Champion wurde, tat, was Orlys nicht konnte. Er hielt eine ganze Nation auf. Es gab Blut und Verhandlungen, doch entgegen jeder Wahrscheinlichkeit ist Tantervall noch immer frei. Es gibt jedoch nicht nur die Ehre, sondern auch den Gegensatz. Die Bezeichnung Champion an sich ist kein Zeichen der Billigung. Er kann respektiert oder gefürchtet werden. Seine Ankunft kann ebenso erschreckend wie ersehnt sein. Die einzige Gemeinsamkeit aller Champions besteht darin, dass sie etwas bewirken und die Leben anderer verändern. Zum ersten Mal schreiben nun im Jahr 934 das Zeitalter der Drachen auch Kirkwall die Geschichte dieses Titels fort. Die Kunari wurden durch Mittel zurückgeschlagen, die begrüßt oder abgelehnt werden mögen, und es bleibt abzuwarten, was Garrett Hawk, dem Champion von Kirkwall, noch erwartet. Aus dem Champion. Geschichte und Gegenwart. Ein Auszug, vorgenommen durch Philiam, ein Baden. So, gut, dann reden wir hier erstmal mit dem Typen, der hat eine Questmarke. Bei unserem Abzug aus Kirkwall haben zahlreiche Kunari ihr Leben verloren. Ich wurde gesandt, um ihre Schwerter einzusammeln. Solltet ihr also ein Kunari-Schwert finden, dann bringt es bitte zu mir. Gibt es eine Belohnung? Was bekomme ich, wenn ich euch eines bringe? Eine ehrwürdige Aufgabe zu erfüllen ist Belohnung genug. Wenn es euch allerdings nach Gold verlangt, lässt sich auch das bewerkstelligen. Das ist schon mal gut. Nur ihre Waffen? Wollt ihr nicht auch ihre Leichen? Ihre Höhlen dienen keinem Zweck mehr. Die Waffen sind nötig, um eine Forderung des Kuhn zu erfüllen.
Gut, ich halte Ausschau, wenn ich was sehe. Ich werde die Augen offen halten. Ihr findet mich hier. Gut, da vorne gibt es dann noch eine Quest. Da können wir irgendwo reingehen. Schauen wir uns später an. Warum seid ihr noch hier, Varric? Starkhaven ist also mir zu protzig und Cumberland zu langweilig. Ihr behauptet immer, ihr würdet Verpflichtungen scheuen. Aber trotzdem seid ihr nach 6 Jahren immer noch an Hawks Seite. Evelyn, ich dachte, es wäre euch mittlerweile aufgefallen. Ich lüge ziemlich oft. Gut, und mit dieser letzten Lüge für heute sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir machen jetzt Schluss und sehen uns dann in der nächsten Folge an, wenn wir wieder nach Hause gehen. Die Tür steht ja schon hier vorne. Also bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt.